zurück, wenn ich kann. Jetzt. Vor vielen Jahren bin ich sehr berührt worden vom Buch der Weisheit. Der Anfang der Weisheit ist die Ehrfurcht vor Gott. Das hat mich so tief betroffen und viele Stellen im Buch der Weisheit, aber besonders auch eine Stelle: Die Weisheit ist beweglicher wie alle Bewegung. Halleluja. Und das lebt in mir. Der dreifaltige Gott ist in mir. Das nicht zu bekennen, würde ich gleichsetzen mit Tod. Ich kann nicht anders wie das bekennen, dass der dreifaltige Gott in mir ist. Und dass diese Bewegung, die beweglicher ist wie alle Bewegung, die ist in mir. Und ich erfahre dadurch eine unfassbare Freiheit, eine Freude, ein Geschenk, ein Glück. Natürlich mache ich viele Fehler, aber das hindert, die Fehler sind überhaupt nicht das Problem. Aber diese Bewegung aller Bewegung, die Gott selber ist, im Heiligen Geist, die mich leitet, die mich führt, die in mir ist, die kann ich nicht leugnen. Ich muss das immer wieder sagen. Auch wenn ich manchmal sage, ja, ich habe das und das von Gott bekommen. Ja, von wem denn sonst? Ich habe alles, was in mir stattfindet, von Gott. Ich kann nicht beten, ich kann nicht Buße tun, ich kann überhaupt nichts von mir. Selig die Armen sind vor Gott. Welch eine Schönheit, die von Gott selbst arm gemacht zu werden. Keine Erwartung. Natürlich ist das ein Prozess, natürlich merke ich, dass das weitergeht. Aber es öffnet sich eine unfassbare Dimension. Von Gott abhängig zu sein, Papst Johannes Paul II. Hat gesagt, alle Abhängigkeiten knechten uns. Alle Abhängigkeiten versklaven uns. Es gibt nur eine Abhängigkeit, die uns frei macht. Das hat er besonders 1996 zu uns Deutschen gesagt. Er hat auch dabei gesagt, weil wir immer über die Freiheit zu sprechen. Die einzigste Freiheit, die es gibt und die wirklich ist, ist die Abhängigkeit von Gott, von Jesus Christus. Und diese Abhängigkeit, diese Freude und all was damit verbunden ist, das jeden Tag zu leben. Ja, wenn ich morgens aufstehe, ich bin manchmal so zerknirscht, ich kann nicht beten, ich kann nicht sagen, ich kann auch nicht danken, ich kann gar nichts. Aber es gibt eine Bewegung, die mich dazu führt, die mich da wieder hinbringt. Auch die ganze Zerknirschung, die immer wieder da ist, über Fehler und alles und die Reue. Ich kann das nicht machen, Gott selber berührt mich da drin. Und was gibt es Schöneres, wie zerknirscht zu sein vor diesem liebenden Gott, der uns so anlächelt, der uns unfassbar anlächelt. Und ich darf das erleben, natürlich besonders in den Sakramenten. Und ich möchte unterstreichen, was Staffel gerade gesagt hat. Ich gehe jeden Tag zur Heiligen Messe, schon 40 Jahre. Aber ich kann euch wirklich sagen, er verwandelt mich. Er verwandelt alle Dinge, die ich ihm bringe. Und wenn wir über Wunder sprechen und über Wunder reden, dann denke ich immer, haben wir verstanden, welches Wunder wir durch die Eucharistie haben? Es ist Gott selbst. Er wirkt Wunder, jeden Augenblick. Er verwandelt Brot und Wein in Fleisch und Blut. Es ist wirklich Fleisch und Blut. Und genau wie er das verwandelt, verwandelt er meine Dinge. Und ich merke, dass ich eine Sehnsucht habe, in diese Bewegung, ich könnte gar nicht sagen, ich möchte da noch mehr eintreten. Ich merke, das wird ihm gar nicht gerecht. Ich merke, die Sehnsucht ist da, die mir Gott selbst schenkt, und er holt mich hinein. Wie gestern einer sagte und gab Zeugnis und sagte, ich fühle mich in, wer war das, der Peter war das, der gestern sagte, ich fühle mich hier hineingenommen. Und ich merke auch bei Jesus, ich werde jeden Tag mehr hineingenommen. Ich kann nicht sagen, ich möchte das und möchte das. Nein, er selbst, er ist der große Handelnde. Was gibt es Schöneres, wie von Christus abhängig zu sein und jeden Tag zu erleben, wie er alles geschieht. Ein junger Mann von 20 hat Geburtstag gefeiert, hier im Haus, und dann kommt er zu mir und sagt, ja, da gibt es doch einen. Ja, der Geist ist ja schneller, wie ich denken kann. Es geschieht immer alles schon und ich fange dann erst an zu denken, was geschieht. Ja, das ist Gott. Gott ist in unserem Leben so gegenwärtig. Den können wir gar nicht als Gegenüber oder als Freund bezeichnen. Ich könnte das nicht. Es ist viel, viel mehr. Wir sind verwoben in ihm.
Wir leben in ihm, wir sind in ihm. Amen, möchte ich aufhören. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The mic is still available. Yeah. Ich kann das Mikrofon zu dir bringen.